Der Südtirolpass ist weit mehr als eine reine Tarifanpassung, sondern ist ein neues, innovatives System, wie man kontaktlos abbuchen kann und das ganze Jahr mit allen Verkehrsmitteln das ganze Land befahren kann. Und das ist das Neue. Viele Delegationen aus Österreich, aus der Schweiz kommen dieses innovative System anschauen. Das ist der eine Teil, der positive Teil. Und die Zukunft ist dieser Südtirolpass nicht nur für den öffentlichen Nahverkehr nutzbar, sondern genauso vielleicht für das Skifahren, für das Schwimmbad, für viele andere Anwendungen bis hin zur Bank. Auch hier laufen bereits Verhandlungen. Warum man eben unterschiedlich die Kilometer berechnet und nicht genau die Kilometer, die technischen, den effektiven Kilometern entsprechen, das hängt von den sogenannten Knotenpunkten bzw. Zonen ab. Und wenn man natürlich von einer Zone in die andere fährt, wir haben die Zone ganz stark reduziert, dadurch sind die Zonen, es ist zwar einfacher geworden, aber die Zonen auch größer geworden, dann heißt das, wenn man ganz am Anfang der Gemeinde Chinesien hineinfährt, zahlt man rein technisch vielleicht effektiv etwas zu viel. Wenn man bis ans Ende der Zone von Bozen kommend fährt, dann fährt man mehr Kilometer und zahlt immer noch gleich viel. Das ist zwar unmittelbar, schaut es aus wie eine Ungerechtigkeit, ist aber im Sinne ähnlich wie in großen Städten, dass es einfach Zonen gibt. Und wenn man auch nur über die Zonengrenze hinausfährt, zahlt man bereits den Tarif.